Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu Alena Tarot. Mein Name ist Alena. Heute möchte ich gerne mit euch dieses interaktive Weihnachtsspecial mit euch teilen und euch heute einfach mal für den wunderschönsten Tag im Jahr, für viele Menschen, die sich das ganze Jahr auf Weihnachten freuen, einfach nochmal eine Engelbotschaft mit auf den Weg geben. Eine Energie, an der du vielleicht nochmal Kraft schöpfen kannst. Eine Energie, wo es darum geht, dass die geistige Welt dir sagen möchte, Honey, du bist nicht alleine. Okay? Wir machen heute nur eine Option aus dem einfachen Grunde, weil das Video soll heute nicht so lange werden, damit ihr einfach Zeit habt für eure Familien, für eure Liebsten. Auch wenn ihr alleine seid, einfach die Zeit mit euch selber zu verbringen. Genießt einfach die Weihnachtsatmosphäre. Es geht um Reinigung, es geht um Heilung, es geht um innere Stabilität, es geht darum, das Jahr nochmal Revue passieren zu lassen. Es geht darum, wirklich, guck mal, eine gute Kooperation mit dir selber zu sein. Ich kooperiere mit mir und mit allen Menschen. Heute möchten dir die Engel sagen, dass all deine Talente, all deine Fähigkeiten, alles, was zu deinem höchsten Wohl geführt, ja, ist es wichtig, dass du dir wirklich näher zu Gemüte führst, zu sagen, ich komme raus aus Machtkämpfen, ich komme raus aus Konflikten, ich lasse Rivalitäten los, ja. Alles die Dinge, die nicht aus deiner Herzensenergie entspringen, raus. Du hast den Wunsch, glücklich zu sein. Du hast den Wunsch, deine Egos zurückzulassen. Du hast den Wunsch, gestärkt in eine neue Liebessituation zu gehen. Gestärkt nochmal einem Partner, einer Partnerin zu sagen, wie wertvoll er oder sie ist. Hier geht es darum, du solltest eine gute Kooperation haben mit dir, mit der geistigen Welt, mit deinen Mitmenschen. Denn immer wenn du mit anderen Menschen ein bist, wenn du mit dir selber im Einklang bist, wirst du sehen, dass vereinigte Kräfte zum höchsten Wohle für alle ein Vorteil ist, damit deine Harmonie, deine Zusammengehörigkeit, deine Intuition, deine Spiritualität, dein ganzes wahres Sein, Körper, Geist und Seele eine nicht nur tolle Zusammenarbeit gibt, sondern dass du immer aus jeder Situation gestärkt herauskommst. Hier ist es schön, dass die Engel dir sagen möchten, setze dir ein Ziel, das was mit Arbeit verbunden ist, ja, ein Ziel, was vielleicht auch ein paar Umwege bedarf, ja, ein Ziel, wo man auch an seine Grenzen kommen kann, ja, aber gehe die Ziele an, weil die Ziele sollen dir nicht nur eine Befriedigung bringen, sondern eine absolute Sicherheit, Stabilität und ein Gefühl, eine Empfindung des absoluten Vertrauens. Je mehr du dich mit dir verbindest, je mehr du dich mit dir kooperierst, je mehr du mit dir im Einklang bist, umso mehr kannst du das nach deiner Außenwelt hin auch wirklich darstellen. Also wirklich überall dich geborgen fühlen, überall dich sicher fühlen, überall auch die Botschaften deiner Engel zu erkennen, durch Zeichen, zu Gerüchen, was weiß ich nicht, überall einen Lösungsweg finden, auch wenn es ein bisschen länger bedarf, aber du wirst immer den richtigen Weg finden, wenn du dich selber unterstützt, wenn du andere Menschen unterstützt, wenn du andere Menschen auch um Unterstützung bittest und das Miteinander teilst, die Zusammenarbeit genießt, das Resultat profitieren kannst. Hier geht es darum, dass deine Bemühungen ein Segen sein werden für dich und für alle Menschen in deiner Umgebung. Leute, ich wünsche euch ganz, ganz schöne Weihnachten. Es geht vor allen Dingen, die Zeit in der Familie zu teilen, auch wenn du mit Menschen zu tun hast, die dir nicht gut gesonnen sind, auch wenn du mit Menschen zu tun hast, die du vielleicht nicht sonderlich magst und dich nicht mögen. Gebt euch einen Ruck, ja, fasst euch wirklich ans Herz und sagt, okay, auch wenn es mich gerade aus der Bahn wirft, ich weiß, es darf sich alles zeigen, weil da immer noch eine Blockade in dir drin ist oder in jemand anderem, für den du gerade eine Heilung sein darfst. Okay? Genießt wirklich das Ambiente in euren Familien. Von Herzen an alle, die ihr schon den ersten Tag in meinem Kanal dabei seid, an alle Neue, an alle, die wirklich in Resonanz kommen mit mir, mit meinem Kanal, mit meiner Familie, sonntags in unseren Live-Chats. An alle, die schon eine Therapie mit mir gemacht haben, Legung gemacht haben, weiter nach vorne. 2022 wird für alle von uns eine wunderbare Wandlung der Heilung passieren. Noch mehr Schätze des Universums werden wir bekommen. Noch mehr Verbindungen werden wir herstellen mit uns selber durch die eigene Hilfe, durch die eigene Kraft, durch die eigene Willensstärke, aber auch durch das Zusammenarbeit mit der Außenwelt. Ich wünsche euch allen von Herzen das Schönste und Beste, was ihr euch wünscht, dass ihr aus der richtigen Aktion reagiert und agiert. Dass ihr immer euer höchstes Wohl an erster Stelle stellt und das ist nicht Ego, das ist Selbstliebe.
Okay? Ich wünsche euch, wie gesagt, nochmal alles Liebe, frohe, frohe Weihnachten, ein gesundes neues Jahr 2022. Genießt jeden Moment und gebt auch hier wieder dem Leben die Farbe, die euch glücklich macht, weil das Leben und die Liebe sind es absolut lebenswert. Fühlt euch von Herzen gedrückt und wir hören uns bald in meinem nächsten Video. Ganz lieben Dank, bis dahin, bye.